Ja gut, letztes Mal haben wir den nicht mehr gefunden. Ja, weil der Zombie weg war. Ja gut, ob das jetzt aber am Zombie hängt oder... Da, ich hab einen Zombie gehört. Ein Helm? Ein Green Ballistic Helmet. Oh! Alter! Ich hab drauf geschossen. Also ich kann mal... Nix. Voll scheiße. Alter! Erschrick mich doch nicht so. Auch den Helm kann ich nicht aufziehen, okay. Warum? Mütze! Weil ich eine Gasmaske anhab. Ich konnte doch auch mit Gasmaske. Ich kann auch mal gerne. Achso, ich hab. Den Helm weg. Ja, den hab ich jetzt auf. Ich hab ja die normale Maske nur auf. Möchtest du den Helm trotzdem haben? Nee, ich brauch keinen Helm. Achso, ich sollte vielleicht mal. So, was werfe ich jetzt weg, damit ich das hier mitnehmen kann? Hat er da jetzt. Ja, jetzt nimmt er den Köcher. Ich kann's. Jetzt habe ich schon wieder rausge. Du kannst es nehmen. Ja, weil der Köcher jetzt, glaube ich, am Crossbow dranhängt. Hallo? Ah. Ja. Also ich habe einen freien Platz. Da oben in dem Schrank sind diese komischen kleinen Statuen drin. Die kleinen Figürchen da, die. Die Musch. Mumu. Musch. Matroschka? Ja, irgendwie sowas. Guck's dir mit dem Fernglas an! Ja. Da. Das wackelt so. Du willst hier nicht zufällig vorbei? Nein! Jetzt. Ach, ich geh mal weg hier, ey! Ich will so vorbei, ey. Das ist ja unfassbar. Oben warst du schon, ne? Da geht die Tür nicht auf. Ja, du kriegst die Tür nicht zu. Nee, ich krieg sie nicht auf. Ja, Mann, das hatten wir letztes Mal auch schon. Wow, ich bin wieder im Haus was drin. So? Plötzlich war sie weg. Ja. Das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Doch, der Helm gefällt mir ganz gut. Okay, kannst die Waffe einstecken vorerst. Weil? Gegen Zombies kannst du dich auch so wehren, ansonsten ist keiner mehr da. Spitzhacke. Cool. Es sei denn, du hast Angst vor mir, dass ich dich erschießen könnte. Ja, hier liegt eine Knifte. Sport hat 22. Oh, das ist das neu. Ist neu. Inspect. Uses plus 22. Guck mal, das war aber letztes Mal noch nicht so heftig, das Blut hier an dem Klavier dran, ne? Moment, ich guck, hier ist mal noch Reis badly damaged und Dings da. Nee. Das sieht kräftiger aus, ja. Schön Kopf dran aufgeschlagen. Bam! Das muss aber schon extrem gewesen sein. Ja, mehrfach halt. Ich wollte gerade sagen, warum nimmst du denn den Reis nicht mit? Aber... Weil ich voll bin. Ja. Schlimm, ne? Ein Käppi. Kann man den Eimer jetzt mal mitnehmen? Nee, kann man nicht. Dreck. Ohne Tür. Och nee, mach's mir doch nicht so schwer. Ach, hab ich oh, hier noch Feuerwehr-Axt. Badly damaged Dose? Jawohl, hab ich. Trink das. Du sollst es trinken. Hier liegt noch was. Rotten Kiwi, was ist das? Treasure Island. Ein Buch. Oh, die Schatzinsel. Ein Roman. Von, keine Ahnung. Boah. Louis, glaube ich. Das steht aber nicht drauf. Doch, da. Robert Louis Stevenson. Ich wusste doch, dass da irgendwie ein Louis drin vorkam. So. Drei Leute haben das geschrieben. Robert, Louis und Stevenson. Ach so, ja. Ja. Dass die sich da einig werden konnten. So, ich glaube, ja, wir wollten hier hoch. Und irgendwo gab es dann... Geht eine Straße rein. Sind wir immer noch alleine? Nee, Venom Nein. ist da. Aber dann geht hier irgendwo eine Straße rein und da ist dann ein Krankenhaus. Da folgt uns ein Zombie. Es wäre auch lustig, Nicht wenn man mehr. Die Patronen aus dem Zombie dann rausfummeln könnte. Ja, das Problem ist, dann müsstest du die, das ist ja Schießpulver hinten dran, das müsstest du ja wieder ja. zusammenfriemeln. Meistens verformen die sich ja. Es heißt zwar ja immer, ja, Zombies, das Gewebe ist weich, ne? Und deswegen kann man ja so schön draufprügeln. Aber die wird sich dann doch schon irgendwie verformen. Hast du gerade geschossen? Nein. Hm.
Bei euch im Dorf läuft auch niemand mit einer Knifte rum, ne? Mein Nigger Dance. Was für ein Ding? Mein Nigger Dance. Da heißt so der Kerl. Guck mal, auf Players Dingenskirchen. Ja, hab ich gesehen. Oh nein, ich werd nass. Vorne ist ein Hütchen. Ich geh in irgendein Haus rein, was dir als nächstes ist. Wird's aber schon hier extrem mit dem Regen, ne? Jo, ist ja die letzten Tage bei uns hier nicht anders, ne? So ein kleines Pisshaus, das ist voll langweilig hier drin. Ich nehme ein anderes. Es regnet immer noch. Vor allem, ich passe gerade so durch die Tür durch mit der Höhe, ne? Ne, ich häng schon in dem Ding drin, ne? Ja, die Einwohner von Chernarus waren dann doch so etwa 20 cm kleiner. Kürzer. Ja, kürzer. Boah, das sieht ja Wahnsinn. Guck dir das mal an, wie wir hier in dem Haus stehen. Ja, das ist echt extrem, ne? Wir sind Riesen. Ach, jetzt pisst es hier auch noch extrem. Das ist ja unfassbar. Ach komm, weißt du was? Ich will mich hier... Das fehlt noch. Ich will mich aufs Bett legen. Ja, das wäre echt cool. Er steigt noch nie mal drüber. Dann setze ich mich jetzt hin. So. Du sitzt im Bett drinne. Nein, ich sitze auf dem Bett. Nein. Dann setze ich mich nirgendwo hin, weil ich nicht hier durchkomme. Weißt du warum? Weil mein fetter Arsch im Weg ist. Was war denn hinsetzen? F3. So, ich sitze jetzt auf dem Nachtschränkchen. Nein, du sitzt davor. Nein, ich sitz im Nachtschränkchen. Oh, wir nehmen schon wieder 2 Stunden auf, ne? Das ist doch schön. Oh. Und diesmal ist ja auch was passiert. Huch. Rau, rau. Wahnsinn. Hui. Bei mir sieht es so extrem aus. Schön den Hintern abgewischt. Gott. Wir haben einen auf der Arbeit, der hat einen Spitznamen, Mick, den sag ich jetzt aber hier nicht, das könnte ja Rückschlüsse geben. Aber wenn der auf Toilette sitzt und fertig ist mit seinem großen Geschäft, dann reibt er immer sehr schnell durch den Schritt beim Abwischen. Okay. Hört sich dann meistens so an. Gibt das brennt doch. Wir haben uns schon überlegt, ob wir den nicht ein bisschen Schmierpapier hinhängen sollen. Ach ja. Kann das mal hier aufhören? Aufhören zu bissen, ey. Wenn nicht, lass uns doch einfach ins nächstgrößere Haus rennen. Da das gegenüber. Ja, dann renn du das vor. Das braune. Da renn du mal vor. Ich pack mal meine Waffe weg. Und ich steh mal auf. Spring doch! Das will er hier nicht. Über den Zaun springen oder was? Jetzt hört es gleich bestimmt auf zu regnen. Ja, aber zumindest können wir hier drin mal noch ein bisschen suchen. Es hat aufgehört zu regnen. Ich fass es nicht. Bin ich nass? Du solltest zum Wetterdienst gehen. Ich bin anscheinend nicht nass, das ist schon mal ganz gut. Nein, bin ich auch nicht. Ja gut, wir sind jetzt durch den Regen durchgerannt, also das ist... Oh, was ist das denn? Ah, ein Beanie. So, weiter. Ich pack mal meine Axt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier das schon ist. Das da ist das Krankenhaus, glaube ich. Es regnet. Das da, das ist das Blaue, wo wir... Siehst du das Blau? Ja, ja. Ich werd nass. Ich finde hier die Krankenhäuser irgendwie besser als die großen. Weil hier findet man auch mehr. Handschuhe, braune Handschuhe. Ich hab Handschuhe selbst. Die sind beige. Aber die sind schöner als meine. Dann nimm sie mit. Meine waren gelb. Oh, eine Aubergine. Eine frische. Da könnte ich jetzt auch noch schon wieder was zu trinken.
Himmel, jetzt lass ich stehen. Das ist mir jetzt egal. Zur Aubergine könnte ich jetzt auch noch eine Geschichte erzählen. Das wäre aber auch gemein. Was ist das denn? Morphin. Das möchte ich mitnehmen. Ich glaube, ich habe auch Morphin. Nur was nehme ich stattdessen nicht mit? Oh Mann, immer diese Auswahlmöglichkeiten hier. Man kann davon abgesehen, dass hier noch was steht, was man genießen kann, ne? Ich tausche mal die zwei Dosen hier aus. Mann! Kann ich vielleicht auch... Du jetzt die eine Dosen? Patrone schmeiße ich jetzt weg, dann kann ich hier die Peaches mitnehmen. Hättest ja auch schießen können. Ja, nee. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Rasputin. Du hast Streichhölzer dabei, ne? Ja. Gut, dann werfe ich meine weg. Sind die nass? Nee, sind pristine. Die sehen aber nass aus, ne? Ja, so, so ein bisschen zumindest so. Irgendwie. Da liegt eine Kartoffel hinter der Tür. Was tut sie da? Das sind Türstopper. Fresh Zucchini und Vitamin Bottle. Hier, ja, komm. Da habe ich schon mal was von gefressen. Ich auch. Also von der Vitamin-Dings. Ja, das andere ist, macht wenig Sinn. Ja, die ist dann irgendwie da komplett weg. Dann haben wir hier noch ein Hütchen. Da steht eine Dose hinter dir. Ach, die Kartoffel war übrigens der Türstopper. Ach so. Da steht eine Dose. Wie sieht die aus? Ist die okay? Badly damaged. Nein. Ein Schuss. Ja, das ist der, den ich weggeschmissen habe. So, das war's dann aber auch hier schon wieder, ne? Es regnet. Wieder oder immer noch? Ist doch aber auch schön. Ja. So eine Veranda vorm Haus hat doch auch was. Ja, ich weiß auch nicht, was die hier bei dem Krankenhaus soll. Das ist der Ersatz für einen Krankenwagen. Die Veranda. Was ist das da eigentlich? Ein Knopf. Wo man klingeln kann oder so. Das ist der Türöffnerknopf, guck. Als ob du die Tür nicht anders öffnen könntest. Nein, nur mit dem Knopf. So, komm, ich gehe jetzt zu dem roten Haus da vorne. Ach, das da, okay, das grün-rote. Ja, genau das. Packe ich mal meine Axt weg. Stell mich hin. Und renn da mal. Ich bereue das jetzt schon. Was? Dass ich hierher gekommen bin. Hier ist nämlich nichts. Ich bin mal aus dem Haus gestiegen. Ja, ich hab's gesehen. Eine Dose Bohnen. Und ein in welchem Zustand? Guck selbst. Badly damaged. Hier ist noch ein Rucksack. Ein grüner. Ist aber nichts drin. Grün? Achso, das ist aber ja. So ein kleiner, ne? Und schade. Bevor du es nimmst, lass mich gucken, nee, damit ich neidisch werden kann. Das ist für mein Dings, für mein Teil. Ja, dann werde ich ja nicht neidisch. Dann schmeiße ich mal ein paar Sticks weg. Dann habe ich noch ein paar.